Der nächste Redner ist Alexander Ehrlich von Honk for Hope. Hier ist er. Und ich übergebe dir gerne das Mikrofon. Danke dir, Armin. Hallo, liebe Freunde, hallo, liebe Wiener, hallo, liebe Gäste, die von anderswoher gekommen sind. Es freut mich, zum ersten Mal hier bei uns zu Hause in meiner Heimat auf einer Demobühne zu stehen und zu sprechen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer ich bin und was ich tue, ich war vor Beginn der Corona-Krise Buslogistiker, spezialisiert auf die Lösung von Buspannen. Sprich, wenn irgendwo ein Bus liegen bleibt und es braucht einen Ersatzbus, egal wo in Europa, dann habe ich das gelöst. Nun, derzeit bleiben keine Busse liegen, die stehen still. Das Reisen, das Busreisegewerbe ist komplett zum Stillstand gekommen. Und um dieses Gewerbe, das für uns alle sehr wichtig ist, denn Reisen ist Freiheit. Um dieses Gewerbe durch die Krise zu führen, habe ich zusammen mit gleichgesinnten Busunternehmern in vielen Ländern Europas und darüber hinaus in den letzten 4 Monaten einen ganz neuen und ganz besonderen Busverband aufgebaut. Honk for Hope, Hupen für Hoffnung. Wir haben uns zunächst einmal mit vielen Demos, über 600 Demos haben wir gemacht in ganz Europa. Nicht solche wie diese hier, sondern Demos, wo Busse rollen. Wir waren mit 450 Bussen in Berlin am 14. Mai. Wir waren Mitte Juli mit 500 Bussen in London. Wir sind dort Runden gekreist. Jedes Mal, wenn ein Bus am Parlament vorbeikam, haben wir gehupt. Hupen für Hoffnung. So lange, bis die Abgeordneten herausgekommen sind und gebeten haben, leiser zu hupen, weil sie ihre Worte nicht mehr verstehen können. Unser Ansatz dabei war, wir wollten von den Regierungen Ersatz für unsere Ausfälle, Entschädigung für das, was uns angetan wurde. Und ich habe damals wirklich daran geglaubt, dass das der richtige Weg ist. Das tue ich nicht mehr. Und zwar seit dem 1. August in Berlin. Wir sind nicht überhört worden. Wir sind nicht übersehen worden. Das Reisebusgewerbe ist einfach nicht auf der Agenda. Seine Rettung hat keine Priorität. Die Rettung unseres Gewerbes wird nicht von den Regierungen kommen. Die Rettung unseres Gewerbes wird von euch kommen. Sie kommt von den Menschen, die sich keine Angst machen lassen. Sie kommt von den Menschen, die sagen, ich möchte reisen. Sie kommt von den Menschen, die immer noch international denken, über die Grenzen hinaus. Reisen verbindet, Reisen macht Freundschaften, Reisen hilft uns, unsere Nachbarn zu verstehen, Reisen bewahrt den Frieden und verhindert den Krieg. Anfang Juli ist eine ganz besondere Frau an mich herangetreten, Doreen Schneider aus Ravensburg, und hat mir einen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, hör mal Alexander, da gibt es diese Querdenkenbewegung und ja, da gibt es viele Menschen, die möchten zu Demonstrationen fahren, manchmal in weit entfernten Städten. Wäre das nicht ein Thema, wo wir zusammenarbeiten können? Ich habe mir das zunächst sehr skeptisch angeschaut. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch beeinflusst von der Medienberichterstattung. Ihr wisst schon, ein paar Rechte, die irgendwo Krawall machen. Ich habe mir ganz, ganz vorsichtig und skeptisch die Sache angesehen.
Wir sind zu einer ersten Demo gefahren mit einem einzigen Bus nach Ravensburg als Test. Ich habe nachher ausführlich mit diesem Busunternehmer gesprochen und mit dem Busfahrer und habe gefragt, welche Menschen habt ihr befördert? Was war los? Gab es Probleme? Stimmt das, was man uns erzählt? Sitzen da jetzt lauter Rechtsextreme im Bus und machen Krawall? Ja, die Antwort war, weißt du, mit wem ich gefahren bin? Das war mein Nachbar, mein Friseur, ein Mädchen aus der Schule im Nachbardorf. Das waren ganz normal die Bürger meiner Gegend. Ja, auf das hinauf habe ich mich mehr getraut. Auf das hinauf sind wir zu einer ersten Demonstration gefahren mit Bussen nach Stuttgart. Einer Demonstration von Michael Ballweg, den ihr alle kennt, Initiator von Querdenken. Und auch hier habe ich mir Feedback geholt von unseren Busfahrern und Busunternehmern. Und das Feedback war dasselbe. Das Feedback war, wir fahren hier mit allen Generationen, wir fahren hier mit verschiedensten sozialen Schichten, wir fahren hier mit Unternehmern genauso wie mit Arbeitnehmern, wir fahren mit Arbeitslosen, Präsenzdienern, wir fahren mit CDU-Anhängern, CSU-Anhängern, SPD-Anhängern, Grünen-Anhängern und allen anderen. Das ist ein Querschnitt durch das Volk. Ja, daraufhin habe ich mich entschlossen, diese Kooperation zu vertiefen und wir sind am 1. August mit tausenden Menschen nach Berlin gefahren. Auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, da wird dann, glaube ich, unser lieber Freund Dr. Bodo Schiffmann noch ein paar Worte dazu sagen über diesen 1. August. Ich möchte euch heute jetzt nur eines sagen, das Programm, das euch erwartet, beschäftigt sich mit dem 29. August, wo ihr hier gestanden seid und Berlin gerufen habt. Berlin bedankt sich. Wir haben heute aus Berlin viele schwergewichtige Themen für euch mitgebracht. Themen, die teilweise ganz exklusiv hier zum ersten Mal präsentiert werden. Wir haben Augenzeugen des sogenannten Sturms auf den Reichstag. Samuel Eckert verwendet hier das liebe Wort, das Reichstagsstürmchen. Ich liebe es, denn es entspricht dem, was auch ich wahrgenommen habe. Wir werden darüber sehr viel hören. Wir werden heute hören Mitglieder der Bewegung, die dort am Reichstag überhaupt war, die mit Querdenken nichts zu tun hat, die aber mit uns zusammengemischt, also mit euch allen hier zusammengemischt wird und wo wir bitteschön demselben Irrtum aufsitzen wie alle anderen in der Medienberichterstattung. Wir hören nicht die Augenzeugen, wir sprechen nicht mit den Menschen, wir lassen uns etwas erzählen. Das endet heute hier. Wir sprechen heute mit jemandem aus Berlin, der uns sagen kann, was dort wirklich los war und worum es ging. Wir haben noch etwas anderes auf dem Programm. Wir haben das Internationale. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen betrifft ja nicht nur Österreich, Deutschland, Schweiz. Es betrifft ja auch alle anderen Länder dieser Welt. Wir werden hier einiges darüber erzählen. Wir haben einen ganz besonderen Redner heute bei uns. Einen sehr guten Freund von mir, meinen besten Freund, der sich an unsere türkischen Mitbürger wenden wird. Ich sehe in Berlin, ich sehe in Wien viele türkische Mitbürger, aber wenige auf unseren Demos. Das liegt nicht daran, dass wir sie nicht einladen. Wir werden sie heute ganz explizit einladen. Und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch. Ja, und dann haben wir noch unseren Stargast Dr. Bodo Schiffmann, der uns ein sogenanntes Crop-Studio präsentieren wird. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wenn nicht, heute live. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es die beste Comedy dieser Welt. Leider geht es um ein sehr ernstes Thema.
Ja. Wir werden belogen über die Zahlen. Und das ist ein Thema, das wir jetzt aufgreifen. Am 1. August hieß es, 20.000 Menschen waren in Berlin. Ich habe damals schon gesagt, spannend, wieso mussten wir dann unseren Buskonvoi abbrechen, weil mehr als die angemeldeten Teilnehmer erschienen sind? Wieso gab es dann keinen Platz zum Durchschlüpfen auf der Friedrichstraße? Alles gut. Am 29. August waren wir ein bisschen mehr, jetzt heißt es 38.000. 38.000, wie viel passen in so ein Fußballstadion? Wo sind die Fußballfans? Ja, genau. Habt ihr schon mal so ein volles Fußballstadion gesehen, dann habt ihr so einen groben Begriff davon, von welcher Größenordnung wir da jetzt sprechen. Habt ihr die Luftaufnahmen gesehen von Berlin? Das erklärt sich an sich selbst. Für alle, für die es sich nicht selbst erklärt und die gerne belastbares Zahlen- und Faktenmaterial haben wollen, habe ich als Vorsitzender des Busverbandes Honk for Hope beschlossen, dieses Mal unsere Passagierzahlen offenzulegen. Das tue ich heute und hier zum ersten Mal. Bis jetzt, außer den Vorstandsmitgliedern von Honk for Hope, kennt diese Zahlen niemand. Ihr seid die Ersten, die sie von mir erfahren. Und natürlich auch alle, die jetzt die Livestreams verfolgen. Bevor ich die Zahlen im Einzelnen erkläre, möchte ich schon einmal auf eines hinweisen. Ein Reisebus ist bei weitem nicht das einzige Mittel, um die Stadt Berlin zu erreichen. Sind wir uns da einig? Ja! Was fällt euch ein? Wie kommt man noch hin? Zug, Auto, Fahrgemeinschaften, Flixbusse, alles Mögliche. Zu Fuß? Wieso nicht? Mit dem Flugzeug. Es gibt auch Menschen, die in Berlin leben. Sie sind schon dort. Ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass auch der eine oder andere Berliner mit uns auf der Straße war. In diesem Zusammenhang muss man auch Folgendes bedenken. Der Reisebus hat traditionell einen gewissen Anteil am Personenverkehr. Das kann man ziemlich genau festmachen, wie viel das ist. Es gibt da ein Institut, das nennt sich Statista, das erhebt unter anderem die Reisegewohnheiten der Deutschen. Und das hat erhoben, pro Jahr machen die Deutschen rund 88 Millionen Kurzurlaubsreisen insgesamt. Davon werden unter Normalbedingungen, ohne Corona, rund 1,5 Millionen mit dem Reisebus getätigt. Das heißt, der Reisebus hat einen Marktanteil von etwa 1,7% an den Kurzreisen. Mehr hat er nicht. Erwartet jetzt also nicht von mir, dass ich euch sage, ich habe 300.000 Menschen nach Berlin befördert. Das habe ich nicht. Aber hört mir zu, wie viele es waren, und dann rechnen wir uns das aus. In der durchaus zulässigen Annahme, dass sich der Marktanteil des Reisebusses nicht verändert hat. Weil die Menschen, die sich jetzt entscheiden müssen, wie fahre ich dahin, sind genau dieselben Menschen, die sich früher entschieden haben, fahre ich nach Jesolo zum Baden mit dem Auto oder mit dem Reisebus oder mit der Bahn. Und ich gehe davon aus, dass die Entscheidungsgrundlagen und die Verhältnisse, die Prozentzahlen, zumindest annähernd immer noch die gleichen sind. Also gehen wir es an. Honk for Hope hat dieses Mal in unterschiedlichen Arbeitsgruppen operiert. Es gab meine eigene Disposition unter der Leitung meiner Firma City Tours GmbH Deutschland, die Hauptlast befördert hat, in zwei Varianten. Wir hatten eine Eintagesfahrt nach Berlin, in der Nacht hin, ganzen Tag demonstrieren und am Abend wieder nach Hause über Nacht.
Das, muss man sagen, ist ein Marathon und eine Tortur für den Einzelnen. Das ist ein Opfer, das jeder gebracht hat. Und das haben Menschen gebracht, die sehr weit weg gewohnt haben. Solche Eintagesbusse gab es sogar aus Zürich. Hut ab vor jedem einzelnen Teilnehmer, der sich 14 Stunden lang in einen Reisebus setzt, damit er in Berlin auf der Straße steht und eintritt für Friede, Freiheit, Wahrheit. Wir hatten auch 3 Tagesbusse, ein Tag hin, dann hat sich jeder selbst sein Quartier organisiert, dann war der Veranstaltungstag und dann wieder zurück nach Hause am 3. Tag. Das ist etwas entspannter, aber ist es deswegen um nichts weniger wert. Auch diese Menschen haben ein Opfer gebracht, sich eingesetzt, sich engagiert. Und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Sitzfleisch. Genau. Hut ab, Kompliment und danke an jeden Buspassagier. Abgesehen von meiner eigenen Disposition gab es in Sachsen und Thüringen eine separate Disposition unter der Leitung meines Stellvertreters Thomas Kaden aus Plauen, der wieder unabhängig von mir noch weitere Menschen nach Berlin befördert hat. Und wieder unabhängig von mir haben die Honk for Hope Landesverbände in Polen und Tschechien ebenfalls Menschen nach Berlin befördert. Zusätzlich zu all diesen gab es dann noch Sonderbusse. Gruppen, die gesagt haben, ja, wir sind der Kegelclub und wir haben einen Bus gemietet. Und das waren auch nicht wenige. Wenn man alle diese zusammenrechnet, dann komme ich insgesamt auf eine Zahl von grob 6.000 Passagieren, die wir alleine mit offiziellen Honk for Hope Bussen nach Berlin gebracht haben. Jetzt nehmt dazu, dass Leute sich auch noch Busse gemietet haben, von denen ich gar nichts weiß, weil sie nicht in meinem Verband sind. Sagen wir, 30 Busse werden es gewesen sein. Seien wir vorsichtig. Dann kommen wir auf eine Zahl von, vorsichtig geschätzt, 7.500 Menschen, die mit dem Reisebus am 29. August nach Berlin gefahren sind. So, und jetzt rechnen wir das hoch. Wir sagten, wir haben 1,7% Marktanteil unter Normalbedingungen. Wir gehen davon aus, dass sich das jetzt nicht großartig geändert hat. Dann kommen wir, wenn wir das dividieren und wieder multiplizieren, auf eine Zahl von etwa 440.000 Menschen, die nach meiner fachlichen Einschätzung mindestens in Berlin gewesen sein müssen. Und da ist noch kein einziger Berliner dabei. Bleiben wir wieder vorsichtig, sagen wir, aus Berlin waren es nochmal 60.000, bescheiden gesprochen, 10%, die vor Ort, ich meine, es ist ja nicht schwer, wenn man dort wohnt, auf die Demo zu gehen. Ja, eine 500.000 Menschen ist absolut realistisch. Alles, was darunter liegt, ist ein Witz. Ich kann aus meiner Perspektive nicht sagen, waren wir 1 Million oder waren wir 1/2. Ich kann auch nicht sagen, waren wir 500.000, 400.000 oder 600.000. Aber ich kann euch eines sagen. 38.000 waren wir nicht. Ich wurde im Vorfeld von einigen Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendern um Interviews gebeten. Ich habe allen angekündigt, die Zahlen veröffentliche ich heute hier in Wien und nicht früher. Ab sofort stehe ich dann gerne zur Verfügung, also die lieben Journalisten, die gerne mit mir sprechen möchten, lade ich herzlich dazu ein. Dann können wir auch meine Hochrechnung nochmal im Detail besprechen, mit Quellen belegen. Der Grundsatz, dem wir alle folgen müssen, ist,
nicht Glauben, sondern Fakten. Ja, und zum Thema Fakten. Du hast einen Punkt übersprungen, nicht wahr? Ich darf gleich weitermachen. Nö, weil das hast du doch schon gemacht. Ja, hab ich schon. Ja, eben. Ja, bitte. Dann bleibe ich gleich hier. Fakten. Keine Pandemie ändert unsere Grundrechte. Keine Pandemie ändert unseren Rechtsstaat. Und das, wofür Generationen unserer Vorfahren mit Schweiß und Blut gekämpft haben. Der Punkt ist, die Bedrohung für diesen Rechtsstaat kommt nicht nur von oben. Sie kommt nicht nur aus den Regierungen, Behörden etc. Sie kommt auch aus Teilen des Volkes. Sie kommt von jenen, die päpstlicher sein wollen als der Papst. Die sich anschieben lassen. Die glauben, sie müssen übererfüllen. Die glauben, sie müssen das Bundesverdienstkreuz für Corona-Bekämpfung erwerben. Kennt ihr die Menschen noch aus der Schule? Ja. Das waren die, die damals gesagt haben, Herr Klassenvorstand, der Peter hat was gemacht. Diese Menschen wurden und werden teilweise belohnt dafür, dass sie so handeln. Und werden ermutigt dafür. Und viele, die das nicht in Ordnung finden, schweigen dazu. Das ist unser eigener Fehler. Hier müssen wir aufhören zu schweigen. Wir müssen dem entgegentreten, im Kleinen, jeden Tag. Widerstand bedeutet nicht nur demonstrieren. Widerstand bedeutet widersprechen. Widerstand bedeutet, wenn jemand, egal ob Amtsträger oder Bürger, gegen den Rechtsstaat handelt, dann müssen wir widersprechen. Und das werde ich jetzt ein weiteres Mal tun. Aus meiner Perspektive als Obmann des einzigen derzeitigen Berufsverbandes, der geschlossen hinter der Querdenkenbewegung steht, meines Wissens, werde ich natürlich massiv angefeindet. Es gab verschiedenste Schwierigkeiten. Es gibt vor allem einen Vorwurf gegen mich, für den ich jetzt auch vor Gericht gezerrt werden soll. Und zwar, ich sage, ein Busfahrer ist kein Polizist. Und ein Busunternehmer ist kein Gesetzgeber. Hören wir bitte auf, uns Rollen anzumaßen, die uns nicht zustehen. Es hat nicht jeder Max und Fritz und Heinz die Verantwortung und die Autorität und das Recht, andere Menschen zu kontrollieren, zu durchsuchen, ihnen Befehle zu erteilen und das auch dann nicht, wenn er ein Wirtschaftstreibender ist und einem Kunden gegenübersteht. Gerade dann nicht. Liebe Kollegen aus der Busreisebranche, liebe Wirtschaftstreibende in ganz Europa, schließt euch an. Schließt euch an! Schließt
Die Verantwortung dafür, was passiert, liegt in den Händen der Bürger, aber auch in den Händen der Unternehmer. Ich stehe dazu, dass ich kein Polizist bin und meine Busfahrer auch nicht. Es gibt eine Corona-Verordnung, die sagt, Maskenpflicht im Reisebus. Es gibt ein Hygienekonzept, das das genauso sagt, zu dem ich stehe. Ich war an seiner Erstellung mitbeteiligt. Dieses Hygienekonzept hat Ausnahmen. Es gibt Menschen, die haben medizinische Gründe dafür, dass sie das nicht machen können. Es gibt Menschen, die gewichtige Gründe haben. Wenn ich einem Asthma-Kranken eine Maske aufsetze und zwinge ihn damit 14 Stunden im Reisebus zu fahren, dann gefährde ich ihn und verletze ihn im schlimmsten Falle. Das weiß der Gesetzgeber und deswegen hat er Ausnahmen in der Verordnung festgelegt. Und wenn wir über eine Verordnung informieren, dann informieren wir natürlich über die ganze und nicht nur über den Teil, der jemandem gerade genehm ist. So, und jetzt liegt hier Folgendes am Tisch. Anwaltskanzlei, sage jetzt den Namen nicht. Ich soll mich also jetzt hier rechtsverbindlich verpflichten, im geschäftlichen Verkehr gegenüber Fahrgästen, die Unterlassungsschuldner mit Reisebussen befördern oder befördern lassen, zu erklären und oder gegenüber potenziellen Fahrgästen zu werben, dass in den von den Unterlassungsschuldnern zur Durchführung von Busreisen eingesetzten Reisebussen im touristischen Verkehr die geltenden Abstands- und Hygienevorgaben zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht einzuhalten sind. Bla 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 bla. Dann kommt ein unlauterer Wettbewerbsvorwurf und ein Schadenersatzanspruch. Ich wiederhole in aller Klarheit, ich sage nicht, haltet die Hygienekonzepte und Maßnahmen nicht ein. Ich sage, haltet sie ein. Tragt Masken im Reisebus, aber tragt sie nicht, wenn ihr davon von den Ausnahmen betroffen seid. Und das bitteschön, wieder mal so zu verallgemeinern und zusammenzufassen, der sagt, tragt keine Masken, das ist genau dieselbe Taktik und Methode, die wir gerade illustriert haben im Hinblick auf die Ereignisse beim Treppenstürmchen, die wir illustriert haben im Hinblick auf die Zahlen von Berlin. Das ist eine Vereinfachung, Verallgemeinerung, ein Herunterbrechen auf Dinge, die einfach nicht wahr sind. Und an dieser Stelle kann man diesen Menschen nur sagen, die sich so aufspielen, du bist nicht deines Bruders Wächter. Das ist eine Botschaft, um die bitte ich euch alle, tragt sie weiter an diese Menschen. An die Menschen, die euch im Geschäft ansprechen wegen der Maske. An die Menschen, die euch Probleme machen, egal wo. Du bist nicht deines Bruders Wächter. Danke.